Hauptsache beim Haus der Hexe gibt's sowas nicht. Also sowas, das die Schwein nimmt. Da ist wieder ein Schwein. Kapelle. Und ist die nächste, und dann kommen wir direkt beim Geistlichen raus. Zeig ich perfekt. Ach so, er ist schon direkt neben mir gespawnt. War ein bisschen spät. Wir haben noch zwei Kapellen. Die hier. Wir haben schon ordentlich was an Power. Letzte Kapelle ist ja im Dorf. Mit Schwert in der Hand rennt Geralt halt einfach deutlich schneller. Kapelle. Haus des Geistlichen. Bestimmt sieht es wunderschön aus. Ja, natürlich. Richtig schön gemauert und sonst was alles. So, hier klaue ich dein ganzes Zeug aus dem blöden Haus. Treppe nach unten, naja. Sprecht, schnell! Ja? Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. So, was haben wir denn hier so? Eine Aufforderung zur Magie, Monstrum, Mindestprophezeiung, das ist mal gar nicht schlecht. Es gibt uns schon mal ein paar mehr Informationen. Kühlvertrag und Ertrunkenenvertrag. Ja. Das Problem ist, wir haben mal einen Haufen Ertrunkene umgebracht, aber wir haben noch keine Ahnung, wie wir sie beweisen können, oder? Sprecht, schnell!
Ja. Ich möchte in die Stadt, aber ich brauche einen Brief. Eine Art Pass. Nur Ritter des Ordens haben Pässe, aber als Kaplan habe ich auch einen. Kann ich ihn haben? Ihr? Ein Fremder? Ein Streuner? Habt ihr den Verstand verloren? Ich muss mir irgendwas anderes suchen, wie ich da dran komme. Wir haben diesen Google-Vertrag und so. Das heißt, ich muss eigentlich noch mal zu Abigail. So oder so. Aber wir können... Nee, ich brauche erstmal den Bestiariumseintrag. Was ist denn das Bestiarium? Ich weiß nicht, auf welcher Taste das liegt. Okay, wir haben nur... Nur den Furchtbringer hier drin. Ach ja. Und wir laufen wieder vor und zurück. Ist immer das gleiche in dem Spiel. Na, ich muss schauen, dass ich eben jetzt an diese Bücher rankomme. Irgendwie. Eigentlich dahin. Waren wir da überhaupt schon? Ah, da waren wir noch gar nicht. Interessant. Na, hallo. Gehen wir doch da mal lang. Der Macht. Was möchtet ihr tun? Ritual der Magie durchführen. Ich glaube, das stärkt unsere Zeichen, oder? Keine Ahnung. Die verschwindet wieder, oder? Wir können hier Art stärken und hier ist eine Höhle. Okay. Die müssen wir ja noch nicht rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, wie ihr seht, Interface und alles haben sich ja komplett verändert, weil ich halt ein paar Mods installiert habe, die halt so gewissermaßen alles erneuern. Und ich muss sagen, ich bereue es bis jetzt nicht. Es hat mir bisher nicht geschadet. So. Wir können zu den Leuten hier gehen. Aufmachen. So. Oh, hä? Ull? Was wollt ihr? Was macht Alvin denn jetzt hier?
Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Wow. Seit wann ist der hier? Wie sie gleichzeitig sich hinlegen. Ihr seid wirklich tapfer. Danke. Was wollt ihr? Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Die Hexe hatte in meinem ersten Spiel auch irgendwie eine andere Kleidung und so. Was wollt ihr? Also man sieht schon, dass sie deutlich Sachen verbessert haben mit den Mods. Also ich habe jetzt 3 Mods, glaube ich, drin. 2 davon sind so gewissermaßen einmal dieses UI-Overhaul, was so gut wie alles verbessert. Und dann noch in dem Punkt jetzt hier zum Beispiel eine Mod, die eben die ganzen Charaktere überarbeitet hat. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil ihr seht, die Texturen sind deutlich schärfer als die von den Standardleuten. Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Wie ich sehe, habt ihr Alwin aufgenommen. Denkt ihr, ich würde eine Waise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann. Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Wie edel von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches hungriges Maul bei sich aufnehmen. Der Winter rückt näher. Wenn ich hungrig bin, esse ich ihn auf. Die Dörfler glauben das zweifellos. Sie halten mich für ein Ungeheuer. Seid ihr eines, Abigail? Wir haben alle ein Ungeheuer in uns. Welches Buch ist es denn, das mit den Pflanzen wahrscheinlich, oder? Was sind das hier für Bücher? Über Bargästen, das schadet nicht. Weil wir da auch bald drüber weg sind. Sumpfungeheuer, die brauchen wir. Informationen über Hunde und Wölfe. Das juckt uns jetzt eigentlich wenig. Ja, das brauchen wir auch nicht. So, dann lesen wir doch mal. Es gibt uns einige Sachen dazu. Jetzt haben wir hier nämlich die Ungeheuer. Und wir haben bei den Charakteren bestimmt neue Sachen. Berengar. Der Geistliche, Mikul, Vesna und Sultan. Okay, wir können uns also immer noch die... Wenn wir jemanden... Ja. Gut. Wenn wir jemanden durchgenommen haben, können wir uns das immer noch anschauen. Sonst haben wir noch keinen durchgenommen, oder? Ja, die Hexe auch noch nicht. Wir bauen weiße Myrte. Ich habe doch jetzt alle Bücher gelesen.
Zutateneintrag. Ach so, weil wir im Kampf sind gerade. Weil das ist doch die weiße Myrte. Oder nicht? Nee, die weiße Myrte ist, glaube ich, größer, oder? Naja, egal, ich ruhe mich mal ein bisschen aus und dann gehen wir mal nochmal in das Ding rein. So, wie viele Talente haben wir denn? 3. Gruppenstahl. Vollenden wir mal. Silbertalente haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, hier haben wir auch noch einiges mit Bronzetalenten zu ausstatten. Kein Grund zur Eile. Meine Süße, wir sollten tagsüber nochmal kommen. Den Gefallen tun wir ihnen. Zwergenschmied, das interessiert mich jetzt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, ich bin ein Zwerg. Nein, ich unterstütze die Skoyatel nicht. Ja, ich habe Steuern und Schmiergelder bezahlt. Oft. Sogar heute. Beruhigt euch. Ich will nur reden. Ich kann im Grab ruhig sein. Optimistisch gesehen ist es bald soweit. Ich komme zur Beerdigung. Zur Hinrichtung auch. Einmal haben sie mich gezwungen, mit anzusehen, wie ein Anderling gehängt wurde. Hab mich beinahe um Kopf und Kragen gelacht. Verstehe. Man mag Anderlinge hier wohl nicht. Nirgends in den nördlichen Königreichen. Ein Staatsdiener wie Siemens gewann jüngst einen Innovationspreis. Für die Entwicklung von Galgen, speziell für Zwerge. Was ist daran so innovativ? Nichts. Aber bedenkt, was man da spart. Aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Spielzeugschwerter zum Beispiel. Kann ich euch etwas fragen? Ja? Wer sind die Skoyatel? Terroristen oder Unruhestifter würdet ihr sie nennen. Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Skoyatel ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchenschwänzen an ihren Mützen. Interessant. Könnte ich hier in der Gegend welchen begegnen? Wollt ihr mich überrumpeln oder seid ihr nur neugierig? Wie auch immer. Von mir erfahrt ihr nichts. Kein Problem. Ich möchte euch keine Schwierigkeiten machen. Sprechen wir von etwas anderem. Ja? Warum verfolgen die Leute hier Anderlinge? Warum passen Schäfte in Scheiden? Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Menschen konnten Zwerge und Elfen nie ausstehen. Was weiß ich, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstehe. Tja, dann denkt halt mal eine Weile drüber nach. Oder geht zu Brock, dieser Made. Mit Fremden rede ich nicht darüber. Klar. Ja? Interessant. Lasst uns über Waffen sprechen. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir 3 verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Okay. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwert vertagen. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. kein Interesse. Ja? Der Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoritenerz schmieden. Okay. Ja gut, das war das alte Schmiedesymbol, wir haben ein anderes. Ja. Das ist gut zu wissen, weil jetzt können wir auch mal. Jetzt haben wir hier einen Schmied. Söldner. Da ist dieser Kräuterkundler. Von dem bekommen wir auch einiges, aber wie gesagt, es wurde uns ja schon angekündigt, dass es sehr teuer ist. Geralt? Ja? Sultan, ihr habt mein Verschwinden erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Geralt. Ihr seid gestorben. Vor 5 Jahren wurde ich beim Massaker in Rivien Zeuge, wie ein Schurke euch eine Mistgabel in den Bauch rammte. Ich sah euch mit eigenen Augen verbluten. Dachte ich zumindest.
Ich habe genug Leichen gesehen, da kenne ich mich aus. Naja, soweit ich mich erinnere, veränderte die Hexermutation euren Körper auf drastische Weise. Aber es ist dennoch unglaublich, dass ihr überlebt habt. Ja, das stimmt. Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder, jeder Söldner hat gespielt. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Na toll. Okay. Ja, ich mache jetzt mal 3. So, und wie kann ich jetzt würfeln? Was ist denn jetzt? Haben wir jetzt gewonnen oder nicht? Ja, wir erhöhen nochmal, oder? Ja, ich hab... ich dachte, ich kann nochmal würfeln. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Ich möchte nicht erhöhen. So, und ich kann noch mal würfeln. Ich habe 2 Paare. Ich erhöhe mal. Gut. Und ich würfle den nochmal. Ja, okay, hat sich nichts mehr geändert. 2 Paare sind besser als 3 gleiche, oder? Wenn man jetzt halt nur einen 6er bekommt. Gut. So. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wo ist Alwin? Eine hiesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Ich hoffe, es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Sie wirkt etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Gut. Wir sprechen uns noch. Mit irgendwem Die Hexenhure hat ein Auge auf Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Antikar. Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen fallbieten. Pech. Ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen Toren. Wollt ihr etwas kaufen?
Nur zu. Raubt mich am helllichten Tag aus. Was bietet ihr denn feil? Mein Blut und mein Leben. Ah, okay. Das heißt, ihm kann ich meine ganzen doofen Bücher verkaufen. Die Alchemie ist ja der Kraniens. Warum habe ich so wenig Rodeln? Ich dachte, ich habe gewonnen. Ja, die haben wir schon gelesen. Wenn ich ihm die verkaufe, bekomme ich 20. Für die Sachen bekomme ich 40. Oder Feldpflanzen. Sumpfungeheuer haben wir gelesen. Wir haben das gelesen. Wir haben das gelesen. Und wir haben das gelesen. So. Hörbar Gästen. Das Buch der Tiere. Okay. Bietet Informationen über Ghule. Gravier. Okay. Geschichte der Neuzeit. Ah. Okay. Grundlagen der Alchemie. Okay, ja, im Prinzip. Ihr habt dies bereits gelesen. Das ist halt wichtig, dass wir das sehen. So. Dann verkaufen wir es gleich wieder. Ja. Sollte ein Schieber. Ah. Endlich ein vernünftiger Mensch hier. Und ihr seid? Leuwarden, Kaufmann. Ich meine die Familie Leuwarden. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Ja. Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren.